Ja, ich heiße Sun Yan. Sun Yan Lee. Lee ist mein Familienname. Mein Dharma-Name ist Myoji, bedeutet mystische Weisheit. Ja, ich bin katholisch aufgewachsen, weil ich aber in der katholischen Kirche habe ich mich auch schon immer für mystische Traditionen interessiert und durch Benediktinerinnen und Jesuiten in Korea bin ich zum Exerzitien gegangen und dann habe ich auch Taizé, ökumenische Bewegung, kennengelernt und da war ich auch sehr intensiv drin und ich interessierte mich allen Richtungen, die ja, mich nicht einschränkt, sondern immer mehr öffnet. Und ja, erst Buddhismus, überhaupt mein allererstes buddhistisches Buch habe ich in Deutschland gelernt, aber in Koreanisch geschrieben. In Deutschland ja, Ende 84, Anfang 85, glaube ich, und zwar über Zen. Das goldene Zeitalter von Zen. Und das Buch hat mich einfach umgehauen. Und danach hat es noch einige Jahre gedauert, aber ich konnte nicht mehr zum christlichen Glauben zurückkehren. Nicht die Institution Kirche war für mich Frage. Es hat mich sowieso nicht sehr gefesselt oder mich unterdrückt gefühlt, aber überhaupt das Bild von Gott, das konnte ich nicht mehr zurück. Naja, und dann hat wieder lange gedauert, bis ich Leute gefunden habe, die Meditation üben. Und dann war ich erst in einer tibetischen Tradition gelandet. Und danach, seit Ende 2002, bin ich in der Kwannon Zen Schule. Und ja, in der Kwannon Zen Schule gibt es so, damit die Laien auch weiter die Gruppenzentren leiten können, hat Zen-Meister Sung San eine Struktur ausgedacht. Und dass man 5 Gelübde nimmt und dann wird so ungefähr, ja, ich will mich auf dem Dharma-Weg begeben, aber dann kann man 10 Gelübde nehmen, das heißt nicht nur, dass ich auf dem Dharma-Weg bin, sondern ich will mich der Sangha auch widmen. Und das sind 10 Gelübde. Und danach gibt es mehrere Jahre und man muss viel Retreats teilgenommen haben und Sangha-Arbeit gemacht haben, dann nimmt man 16 Gelübde, dann wird genannt Dharma-Lehrerin, Senior-Dharma-Lehrerin, genau, mit 10 Gelübde, mehrere Jahre und dann so richtig Dharma-Lehrer oder Dharma-Lehrerin und dann 16 Gelübde, Senior-Dharma-Lehrerin. Aber das heißt nicht sehr viel, dass man sich wirklich verbunden fühlt mit Dharma und Sangha, natürlich Buddha auch. Ja, und dann kommt Dharma-Meister. Und Dharma-Meister werden, das ist ein schon sehr harter Weg. Und da bin ich noch nicht. Und dann kommt Zen-Meister. Also Dharma-Meister, Zen-Meister werden von mindestens 5 Zen-Meistern überprüft, aber mindestens 2 von anderen Traditionen auch noch. Und das ist schon harte Überprüfung. Und besonders Dharma-Meister wird, die letzte Überprüfung kommt von der Sangha. Und in einer Zeremonie, der Kandidat des Dharma-Meisters muss von jedem eine Frage bekommt, also offiziell, alle sind versammelt. Der Kandidat sitzt da, jemand kommt aus dem Publikum, stellt eine Frage und der Dharma-Meister muss an der Stelle antworten.
Ja, und dann, solange es geht, bis niemand mehr Frage stellen will, dann ist Dharma Meister die letzte Prüfung bestanden. So ist es in unserer Tradition. Ja, so, da bin ich Senior Dharma Lehrerin, noch keine Meisterin. Und das heißt, ich kann noch nicht Kongan-Interview geben. Also Kongan ist die Fragen in der Zen-Tradition, dass die Meister den Geisteszustand der Praktizierenden überprüft durch Fragen. Und das wird überprüft, ob man dualistisch denkt, ob man wirklich präsent jetzt hier und jetzt ist oder ob man wirklich selbst nicht vertraut, weil du großer Zen-Meister bist und dann muss irgendwas Besonderes bedeuten. All das, das wird überprüft. Und diese Kongan-Praxis, dafür müssen die Dharma-Meister mindestens 500 Kongan-Fragen beantwortet haben. Ja, da bin ich noch nicht so weit. Viele Fragen sind noch offen. Aber Einführungen, Dharma-Talks geben, Zeremonien halten. Und das darf ich. Und ich leite die Hamburger Gruppe der Kwannon-Zen-Schule in Ottensen. Und beruflich, ich war fast 30 Jahre freischaffende Künstlerin. Und ja, kurz vor dem 50. Geburtstag habe ich mir überlegt, dass ich so deprimiert, frustriert, unzufrieden, gereizt nicht leben möchte. Und die Kunst selbst war okay, aber Kunstmarkt, wie es funktioniert, hat mich, ich habe einfach satt gehabt. Aber was mache ich dann? Und da habe ich mir überlegt, um weiteren Weg zu finden, habe ich sogenannte kontemplative Psychologie Training gemacht für 3 Jahre. Und dann noch ein Jahr Aufbautraining. Und das ist mein Weg geworden. Also seit 2011 arbeite ich als Psychotherapeutin und ja, staatlich überprüft als Heilpraktikerin für Psychotherapie. So, das ist mein beruflicher Hintergrund und ich habe eine 22-jährige Tochter. Okay, ich möchte gerne so ein paar Mal, einige kennen das, mit der Abendgesang mit Glocke einstimmen. Ich singe alleine. Wer möchte, kann auch Augen schließen und hören, singen, Sitzmeditation, Gehmeditation, Autofahren, alles ist Meditation, wenn wir hundertprozentig da sind. Also die Glocke hören, meine Stimme hören. Und nicht mehr getrennt von mir, von der Welt, sondern einfach versuchen, das Hören selbst werden. Tschüss.
Teotihuacan. Ich habe im Ankündigungstext kurz Herzsutra zitiert. Herzsutra, das Herz ist nicht gemeint, das unser Herz, sondern wie Herzsutra Maha Prajna Paramita Hridaya Sutra. Das heißt, das Herzstück vom Sutra. Und das Herzstück, das vom tiefsten von unserem Inneren, das ist gemeint mit Herz. Und ich habe ihnen den Zettel verteilt. Dachte ich, einige wissen von Herzsutra und einige vielleicht wissen nicht. Und ich würde gerne den Text gemeinsam rezitieren und nur aussprechen kann ich nicht auswendig, nur wenn ich im Rhythmus singe, kann ich auswendig. Deswegen würde ich gerne, Sie kommen ganz leicht mitkommen, weil das sehr einfache Melodie ist. Und überwindet so alles Leiden.
Gleiche gilt für Empfindung, Wahrnehmung, Wollen und Bewusstsein. Shariputra, alle Dharmas sind ausgezeichnet durch Klarheit. Sie entstehen nicht und sie vergehen nicht, sind weder vollkommen noch unvollkommen, nehmen weder zu noch ab. Daher gibt es in der Leerheit keine Form, keine Empfindung, keine Wahrnehmung, kein Wollen, kein Bewusstsein, weder Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper noch Denken, keine Farben, Geräusche, Gerüche, keinen Geschmack, keine Berührung und kein Objekt des Denkens, weder einem Bereich der Sinne noch einem Bereich des Denkens, weder Unwissenheit noch ein Ende von Unwissenheit, weder Alter und Tod noch ein Ende von Alter und Tod, kein Leiden, keinen Anfang, kein Ende, keinen Weg, kein Erkennen und auch kein Erreichen, weil es nichts zu erreichen gibt. Ein Bodhisattva verwirklicht Prajnaparamita und der Geist ist kein Hindernis. Ohne Hindernis gibt es keine Furcht, frei von allen Verblendungen. Verweilt ein Bodhisattva in Nirvana, alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verwirklichen Prajnaparamita. Erwachen zu Anuttara Samyak Sambodhi. Wisse daher, das Prajnaparamita, das große transzendente Mantra ist, das große strahlende Mantra, das unübertroffene Mantra, das unvergleichliche Mantra, welches alles Leiden beendet, das ist wahr und ohne Falschheit. Verkünde das Prajnaparamita Mantra, verkünde das Mantra, das lautet Gate, Gate, Para, Gate, Parasam, Gate, Bodhisattva. Gate, Gate, Para, Gate, Parasam, Gate, Bodhisattva. Gate, Gate, Para, Gate, Parasam, Gate, Dankeschön. Ja, sozusagen der Mahayana-buddhistische Bewegung fängt im etwa Anfang 2. Jahrhundert, also nach europäischer Zeitrechnung, 100 Jahre, 100 ungefähr so. Und das Herzsutra und kurz davor, also 150 ungefähr, entsteht das sogenannte Diamant-Sutra. Diamant-Sutra, da ist kein Wort, noch nicht die Leerheit, so wie es im Herz-Sutra ist, aber da fängt an, alles Text von Diamant-Sutra, das drückt sich sehr, ja,
aus über die Leerheit. Und diese Mahaprajna Paramita Hridaya Sutra, das ist von Anfang bis Ende immer wieder Leerheit. Und mein Thema war Zen, Emotion, Leerheit. Was ist denn Emotion? Ist Emotion auch leer? Also wir haben in dem Herzsutra gelesen, Farben, Empfindung, Wahrnehmung, Wollen, Bewusstsein, sei alles leer. Was heißt das? Was hier im Herzsutra steht, die Form ist gemeint, was wir alles ohne Denken, ohne Vorurteile, Vorstellungen, einfach, dass wir erkennen können. Da ist was Dunkles, was wir als Haus bezeichnen, Bäume, Menschen, Tiere, Pflanzen, so dieses, was außer mir existierende Wesen, das ist Form. Empfindung ist, oh, das ist angenehm, nicht angenehm, das ist kalt und warm. Als Baby, wenn die Windel nass ist, ist unangenehm, es wird kalt, ist unangenehm. Einfach so angenehm, unangenehm, schön, warm, kalt. Das entwickelt sich zu Wahrnehmungen. Aha, wenn die Windel nass ist, es wird kalt, unangenehm, nasse Windel ist nicht gut. Da bildet sich schon Vorstufe von Bewusstsein. Wenn diese Form, diese Farbe, wenn ich das anfasse, dann ist es heiß, ich verletze mich, ich verbrenne mich. Aha, was rot ist, heiß ist, fasse ich nicht an. Das ist die Wahrnehmung. Und das geht dann weiter. Daraus, aha, wenn ein Mensch, Entschuldigung, ich meine Sie nicht wirklich persönlich, ich habe Erfahrung mit einem Mann, der wenig Haare hat, der ist so und so und so. Und nächstes Mal, wenn ich einen Mann sehe mit Glatze, dann werde ich auffassen. Oder ich habe irgendwie solche Erfahrungen gemacht mit dieser Art Menschen oder in einem Land sogar. Aha, die Deutschen, die Koreaner, die sind so und so. Vieles, das ist wirklich als Bewusstsein, das tief verankerte unsere Gedanken. Es bildet sich ganz, ganz tief. Also Form, Empfindungen, Wahrnehmungen. Und da will ich das nicht, das ist Wollen. Manchmal übersetzt man auch als Impuls. Und dann Bewusstsein. Das sind diese fünf Skandhas. Und als Bodhisattva Avalokiteshvara Prajna Paramita übte, dieser Bodhisattva hat erkannt, dass alle diese fünf Skandhas leer sind. Form, Empfindung, Wahrnehmung und Wollen und Bewusstsein ist nicht verschieden von Leerheit, aber Leerheit ist wiederum nicht verschieden von Form, Empfindung, Wahrnehmung, Wollen und Bewusstsein. Was ist die Leerheit? Was bedeutet das? Und die Leerheit ist nicht gemeint, wie oft falsch verstanden wird, als wo es nichts gibt. Und das führt zum Nihilismus. Ja, das Leben ist nur Leiden, sonst nichts. Was soll das? Auch als Raum. Es gibt keinen Raum, wo es nichts gibt. Wir können einen Raum, alle Luft rausnehmen und in einem Vakuumzustand herstellen, aber ist dann wirklich leer?
Aber diese Leerheit ist nicht gemeint als nichts. Was heißt dann Leerheit? Unsere Emotionen sind ja von diesen drei, bis der ganze fünf Skandas. Diese fünf Skandas erzeugen uns Emotionen. Manchmal ganz direkt, vielleicht schon nur mit Empfindung, Wahrnehmung, aber dann kommen schon die Gedanken rein. Wir erleben unser Leben nicht wirklich pur und so, wie es ist, sondern sofort die Gedanken sind da. Also Emotionen, was für eine Emotion haben wir? Freude, Trauer, Wut, Angst, manchmal Ekel. Aber da kommen sofort Gedanken rein, aus unseren Erinnerungen, unseren Erfahrungen und von unserem angehäuften, schon was Bewusstsein geworden ist. Die schalten sich ein, daraus werden unsere Emotionen irgendwas anderes. Erst nur erschrocken oder Angst oder einfach Freude oder traurig oder Schockzustand, wenn sie hier ein Auto vorbeigehen, so eine plötzliche Bremse hören. In dem Moment ist keine Gedanken, nur dieses Hören, das erzeugt uns Angst oder Furcht. Aber dann sofort schaltet sich das Denken ein. Ich würde mal gerne von Ihnen hören, was heißt Emotion ist leer? Also Emotion ist nicht verschieden von Leerheit. Leerheit ist nicht verschieden von der Emotion. Kann man auch so sagen. Was heißt das? Was haben Sie Idee? Wertfrei. Wertfrei? Ja. Ich glaube nicht, aber bedeutungslos. Bedeutungslos? Ja. Ohne Gedanken. Ohne Gedanken. Ja. Ohne Gedanken. Mhm. Was heißt in dem Zusammenhang Gedanken? Was sind die Gedanken? Es muss nicht gleich meine Erfahrung und meine Bewertung reinkommen. Mhm. Ja, so wertfrei, so ja, ähnlich. Ja. Ja. Ja? Eine Art von Fülle. Fülle? Mhm. Wovon? Wovon weiß ich nicht. Ja? Okay. Sie haben vorhin die Glocke gehört. Wenn Sie keine Gedanken haben, dass Sie einfach hier sind, Sie hören, wir wissen nicht, ob dieser Klang in mein Ohr eindringt und irgendwas Gehirn uns befiehlt, aha, das hörst du als Glocke in dieser Form und so weiter. Oder gehe ich zu der Glocke, ja, ich gehe in diese Glocke hinein, wie entsteht das überhaupt, das Hören, ne? Wenn wir nur das Hören selbst werden, ohne Gedanken, ohne Werte, ohne Urteil, in dem Moment gibt es nicht getrennte Glocke und ich und du, der Raum draußen und so weiter. Es gibt nur den Klang selbst. Ja? Da gibt es nicht mehr innen und außen. Wer hört den Klang? Das ist der Gedanke, was Buddha sagt,
Selbstlosigkeit. Wer hört das? Ja? Solange ich sage, ich höre den Klang, da ist es, ich bin hier, der Klang ist da. Ich und die Glocke. Und was macht, dass es ich gibt? Das sind die Gedanken. Aber wenn wir vor dem Gedanken sind, nur das erleben, ohne ich, du, als er oder sie, dann es ist das, wie es ist. So versuchen Sie das zu hören, nur dass Sie selbst das Glocke werden, das Hören werden. Haben Sie erfahren, als ich mit der Gongschale sozusagen gespielt habe, haben Sie Gedanken gehabt oder waren Sie ganz gedankenfrei? Mhm. Ja. Doch, ganz gedankenfrei. Also ich habe das so sehr präsent empfunden. Ja. So eine Schwingung. Ich bin so mitgeschwungen. Obwohl ich, als ich auch gekratzt habe? Ja. Und so? Mhm. Ja. Mhm. Schön, ja. Aber ich glaube, viele nicht. Hä, was ist das denn? Was machen Sie da? Ja? Taucht sofort. Hässlich, schön. Oh ja, endlich wieder. Der Klang ist schön. Ja? Und der war noch nicht so gut. Nee, das war. Wir bewerten, wir machen uns Gedanken ständig. Und diese Gedanken, die trennen uns von unseren direkten, lebendigen Erfahrungen, Erlebnisse. Ja? Und soweit ich verstehe, Zen-Meditation, Zen oder überhaupt, was Buddha uns gelehrt hat, ist diese direkte Erfahrung. Nicht, dass wir mit unseren Gedanken projizieren, interpretieren, kommentieren. Wir kommentieren den ganzen Tag ununterbrochen. Wenn diese aufhören, dann sind wir vor dem Denken. Vor dem Denken ist unser ursprünglicher Geist. Das ist dann in anderem Wort vielleicht, wie Sie meinen, die Fülle. Also, wenn die Emotion als ohne Interpretation, ohne Kommentar, ohne Gedanken, ohne Bewertung einfach da ist, ja, das ist weder gut noch schlecht, weder angenehm noch unangenehm, weder richtig oder falsch. Das ist gemeint Leerheit. Weil Sie da hinten sitzen und Bein gekreuzt, ist es falsch. Würde man denken, ja, das ist. Ich kommentiere, ich habe irgendwelche Maßstab oder Richtlinie, irgendwas ist falsch oder richtig. Ja?
dann ist es nicht mehr leer. Ich halte mich fest an einem Konzept. Das ist keine Leerheit. Leerheit im chinesischen Schriftzeichen, das ist wie das Universum. Das All, das Universum. Sagen wir, der leere Himmel, aber Himmel ist niemals leer. Aber die Planeten, die Sterne, Milchstraße, Galaxien, selbst unsere Erde, Sonne, alles ist da, wie es ist. Da gibt es nicht richtig und falsch. Dass die Erde um die Sonne dreht, ist es gut oder nicht gut? Ist es richtig oder falsch? Deswegen ist es leer. Deswegen ist es leer. Aber wenn wir dieses Ich, dass ich mich an mir selbst festhalte, dann gibt es richtig und falsch, gut, angenehm, unangenehm, mag ich nicht. Wenn wir uns loslassen, dann es ist alles, wie es ist, das ist Leerheit. In dem Sinne Emotion. Unsere Emotion, welche Emotion interessiert Sie am meisten im Moment? Die Freude. Die Freude, ja. Wenn wir uns freuen, plötzlich auf der Straße sehe ich eine Freundin, die habe ich gar nicht erwartet, da zu sehen. Hey, was machst du denn hier? Einfach diese Freude. Und dann fangen wir an, ach, ich habe mich so lange nicht gemeldet, aber trotzdem, sie freut sich, ach, wie kann ich das wieder gut machen? Oder ich freue mich gerade, aber sie hat sich gar nicht lange gemeldet und ich habe immer wieder versucht und was soll das? Erinnerungen, Erfahrungen tauchen auf, manches drücken wir beiseite, manches auch, ja hoffentlich, jetzt geht es dann wieder gut in der Freundschaft. Aber eigentlich, ja, will ich ja nicht so. Nicht mal eine Sekunde tauchen unheimlich viele Gedanken auf. Oder zum Beispiel, hoffentlich verletzt sie mich nicht mehr. Vielleicht meldet sie sich wieder. Und diese erste pure Freude ist schon vergangen. Was hat Buddha gesagt? Was ich liebe, möchte ich nicht loslassen. Was ich nicht liebe, möchte ich loswerden. Genau das mit der Freude. Diese Freude möge doch andauern. Da ist die Freude schon längst vorbei. Nicht mehr die Freude, die im ersten Moment leer war. Und andere Emotionen? Traurigkeit, ja. Das ist auch eine der wichtigen, ja, alle Emotionen sind wichtig. Und ja, Wut ist auch sehr wichtig, ja. Traurigkeit ist auch, ich weiß nicht, ob ich es so sagen kann, aber ich bin seit 38 Jahren in Deutschland. Traurigkeit ist was, was sehr viele Deutschen nicht wirklich leben können. Das erfahre ich oft. Traurigkeit auch, wenn wir hören, unsere eigene Familie, jemand in der Familie oder enge Freunde oder auch weit weg die Menschen, die ich gar nicht kenne. Trotzdem, wenn ich höre, dass uns Herz schmerzt, dass wir traurig sind. Und jemand erzählt mir eine sehr traurige Erlebnis von deren Mutter oder vom Partner. Heute Morgen
hat mein Mann mich verlassen. Oder mein Kind hat Diagnose, dies und das. Und ich höre das, ich bin traurig. Oder mein Vater ist heute Morgen hingefallen, Hüfte gebrochen, ins Krankenhaus gekommen. Und ich kann gar nicht ihn besuchen, weil ich so viel Arbeit habe. Meine Kinder und dies und das. Wir fühlen viele sehr traurig. Aber was machen wir mit dieser Trauer? Sind Sie mit dieser Trauer wirklich da? Trauriges Gefühl ist sehr oft verbunden mit Angst. Es fühlt sich ähnlich an. Können Sie sich mal später überlegen. Da schaltet sich unser Denksystem. Manche Psychologen sagen auch unser Autopilot. Traurig sein? Nein, du darfst deine Freundin jetzt nicht noch mit deiner Trauer belasten. Du musst sie ermuntern. Es wird gut, es wird gut, es wird alles okay. Und wir wollen nicht mit diesem traurigen Gefühl, Schmerzen, da bleiben. Wir wollen schon woanders hin. Mit Wut genauso. Die Wut ist eine Energie. Die Wut entsteht, weil wir irgendwas klären wollen. Ja? Aber wir haben schon viele Gedanken, nee, du als praktizierende Buddhist, du kannst ja nicht wütend sein. Das geht nicht. Also du musst deine Wut irgendwie unter Kontrolle halten. Da kommen die Gedanken. Aber die Wut ist eine sehr, sehr kräftige Energie. Energie selbst ist weder gut noch schlecht. Selbst Atomenergie, wie wir sie nutzen, darum geht das. Aber die Atome, die Energie erzeugen, das selbst ist weder gut noch schlecht. Genau wie unsere Wut. Die Wut will klären, was irgendwas nicht stimmt. Aber wir unterdrücken die Wut, verpacken in harmonische Stimmung, Freundlichkeit, Höflichkeit, dass die Wut die Energie nicht erleben kann, weil wir die Wut nicht, weil wir uns nicht der Wut stellen. Die Wut wird sofort irgendwas anderes. Dann ist nicht mehr die Wut, sondern sogar Zorn, unerträglicher Jähzorn, weil wir das auch gar nicht merken, wahrnehmen, wie die Wut in mir entsteht, diese die Hitze. Ja? Die Wut selbst, das ist weder gut noch schlecht. Die Wut können wir auch manchmal sehr gut nutzen. Aber wenn die Gedanken schon die Wut zu was anderes macht, dann die Energie ist auch los. Sie kennen bestimmt, vielleicht habe ich in einem anderen Vortrag auch schon gesagt, Wut ist Energie. Geben Sie mir ein Beispiel, wann werden Sie wütend? Wenn mein Sohn nicht abgewaschen hat. Wenn er nicht abgewaschen hat. Oder wollte er. Ja, und was machen Sie? Dann bin ich wütend und meckere ihn. Wie meckern Sie? Ach, das geht dann hin und her. Zum Schluss beschimpfe ich ihn und sage, er sei faul. Also hin und her, das heißt, dass Sie schimpfen noch nicht ganz mit ihm. Nee, erstmal versuche ich zu erklären, aber seine Reaktion bringt mich dann dazu, immer wütender zu sein. Genau, Sie versuchen zu erklären. Ja. Ja. Das ist, was wir meistens machen. Erklären heißt nicht das erste Gefühl, die Emotion, sondern da kommt Erklärungen. Wo kommt die Erklärung? Dafür müssen wir denken. Wie erkläre ich, weil ich
ihm ja nicht als Vater, als autoritäre Person, wie sie erscheinen möchten vielleicht. Sie können nicht ihre Wut einfach so zeigen. Ja? Und dann versuchen sie, vernünftig zu erklären. Und das klappt nicht, dann die Wut explodiert. Ja, und das Erklären beinhaltet die Hoffnung, dass es bei ihm ankommt und sich verändert. Genau, ja. Die Hoffnung ist, die Hoffnung sind auch unsere Denken, unsere Gedanken. Wer wird wieder wütend? Wann? Wie? Was? Meistens, wenn ich in Hamburg im Stau stehe. Genau, das ist auch ein Beispiel. Im Stau stehen, das macht sie wütend, weil sie ein Ziel haben. Ja. Dieses Ziel, das möchten sie erreichen. Und sie kochen im Auto, und weil sie diesen Zustand, wie es ist, nicht akzeptieren. Da sind schon längst die Gedanken dabei. Meine Geliebte wartet auf mich. Oder ich bin eingeladen, das Essen wartet auf mich. Ich darf doch nicht unpünktlich sein. Dies und da, so viele Gedanken kommen schon. Und die Wut wird immer größer. Statt die Wut anzuschauen, akzeptieren, was ist die Situation? Die Wut ist schon längst anderes geworden, ist Atombombe geworden, nicht Atomenergie. Ein Zen-Meister von unserer Schule hat erzählt, es gibt vier verschiedene Formen von Wut. Eins ist, oder Ärger kann man sagen, erste ist die Wut, die überhaupt gar keine Kontrolle hat. Puh, raus. Andere Wut ist Wut, die kaltgestellt wurde, unterdrückt, verdrängt, ignoriert. Aber die Kraft hat es, lauert immer, ständig. Irgendwann, wo es Lücke gibt, ja, es Riss gibt, kommt raus und explodiert. Dritte Wut ist die Wut, die transformiert, verwandelt, als Kraft rauskommt. Die ursprüngliche Energie, aber nichts als Explosion, sondern transformiert, als Kraft rauskommt. Und vierte Energie, Wut ist die Energie, man ist selber nicht wirklich wütend, aber Wut nutzen als Hilfsmittel. Zum Beispiel Lehrer oder Eltern oder wenn man jemand irgendwas wirklich klar machen will und der oder die andere wiederholt und dann benutzt zum Beispiel einer unserer Zen-Meister benutzt die Wut, die eigentlich, er ist selber gar nicht wütend, aber er spielt die Wut, um zu lehren. Also diese vier Art von Wut hat er erzählt. Aber was wir meistens haben, sind verdrängte, unterdrückte Wut oder die sofort explodiert. Aber wie können wir dann die Wut transformieren? Das ist Wut, Trauer, Freude, Furcht, alles gleich. Deswegen praktizieren wir ja auch Meditation in verschiedener Form, um uns zu trainieren, was in uns ist, kennenzulernen. Wir sprechen sehr oft von Loslassen, aber wenn wir nicht wissen, was wir loslassen sollen, können wir auch nicht loslassen. Also, dass wir uns selbst stellen und all die dunkle, sagen wir mal negative, das ist der dualistische Ausdruck trotzdem, dunkle Seiten, die mir und anderen Menschen nicht heilsam sind.
die müssen wir kennenlernen. Wenn wir das kennenlernen, dann erkennen, erforschen, was das ist. Erst dann können wir sie verwandeln in anderem. Und das ist auch gemeint, akzeptieren oder umarmen. Und dann können wir auch loslassen. Viele Leute wollen gar nicht zugeben, dass sie wütend sind, dass sie ganz gemein sind, dass sie sehr berechnend sind oder dass sie überhaupt leiden, sehr deprimiert sind, frustriert, verzweifelt. Aber das wollen sie nicht erkennen. Nein, mir geht das gut. Ja, ihr Buddhisten redet immer vom Leiden. Das ist die erste Wahrheit von denen, die wir die vier edle Wahrheit benennen. Leiden existiert. Wenn wir schon da das nicht akzeptieren, dass Leiden existiert. Nein, ich leide nicht. Mir geht's gut. Ich mache Fitness-Training, ich mache Achtsamkeitstraining, ich mache Zeitmanagement. Ja? Mir geht's gut. Das gleichzeitig auch von drei Giften, Ignoranz oder Unwissenheit, Gier, Wut oder Zorn oder Ärger, unterschiedlich, ist auch eine der Gifte, Ignoranz. Aber gleichzeitig auch Gier. Was ist Gier? Ich will das haben, was ich nicht habe. Ich will das erreichen, was ich nicht habe. So in der Meditation, besonders in der stillen Meditation, wenn wir uns nicht mehr bewegen und sitzen bleiben, ob es irgendwo juckt, Knie wehtut, oder durch die Erinnerungen werden wir manchmal auch Emotionen haben während der Meditation. Und schauen wir das an. Wie? Nicht in diese Erinnerung einsteigen, mit dem Zug der Erinnerung in die Vergangenheit wieder verreisen, völlig woanders. Und dann steigen wir sogar um, ins Flugzeug, aufs Schiff und in anderen Zug reisen wir immer weiter. Kommen wir zurück zu jetzt und schauen wir uns an. Die Frage ist, was ist das? Nicht warum ich wütend bin, warum ich traurig bin. Warum ich wohl immer so Angst habe. Nicht warum, sondern was ist das? Was ist das? Was ist diese Wut? Was macht mich so wütend? Die Wurzel müssen wir erkennen. Was macht mich wütend? Anschauen. Noch einen Schritt weiter gehen. Die oberflächlichen Gründe, die haben wir ganz schnell. Die verspätet sich immer. Sie redet immer so viel. Oh mein Gott. Ich halte meinen Hörer schon so weit. Ja? Oder der redet nur von sich, stellt mir nie Fragen, wie es mir dann geht. Ja? Immer ich und ich und ich. Was auch immer. Das sind die äußeren Gründe. In der ersten Schritt nochmal runter. Wenn er nur von sich redet und mir nie Frage stellt, was ist denn das, das mich so wütend macht? Was ist das? Noch einen Schritt weiter. Dann kommen wir an, was die Wurzel ist. Das ist ihre Erfahrungen,
was Sie in der Meditationspraxis machen. Und wir brauchen auch im Alltag direkte Erfahrung. Deswegen im Zen, wir üben sehr viel, nicht erklären. Ja? Zum Beispiel, das ist schon eine Kung-An-Frage. Der Meister fragt, oder die Meisterin fragt sie, was ist das? Was ist das? Kann jemand antworten? Nicht erklären. Eine Schale. Das ist nur der Name. Dieses Ding sagt nicht, ich bin eine Schale. Das ist unsere Abmachung. Verbale Abmachung, Kommunikationsmittel. Wir bezeichnen das eine Gongschale. Gut, aber es ist nur der Name. Aber was ist das Wesen dieses? Materie? Materie ist auch ein Wort. Zeigen Sie mir. Bitte? Zeigen Sie mir, was das ist. Nicht erklären. Nicht verbal. Ich weiß es nicht, was es ist. Möchtest du erfahren, was das ist? Nein. Nein? Okay. Ja. Ich will es erfahren. Bitte? Ich will es erfahren. Du möchtest erfahren? Ja, dann erfahre. Ich fasse es an. Nicht erzählen, einfach tun. Ach so, okay. Einfach tun. Ja, möchtest du das weiter kennenlernen, was das ist? Ja. Ja, mach das. Ja. Ja, das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Aber wie mache ich das mit der Wut? Um auf mit der Grund Wut genauso. Ja, aber den Grund zu erfassen. Ja. Was ist der Musst Grund? Du runtergehen. Was ist das? Wie ich eben gesagt habe, diese Frage. Buddha saß nicht einfach 3 Jahre unter einem Baum, insgesamt 6 Jahre, und atmen ein und aus und so weiter. Und Buddha hat seinen Geist analysiert, immer weiter, immer weiter. Das ist nicht Analyse wie im westlichen Naturwissenschaft. Nicht auseinander trennen, sondern in die Tiefe gehen als Ganze. Wenn wir, sagen wir mal, einen Brunnen graben wollen, wir gehen immer in die Tiefe, wo, wie das Wasser kommt. Und das Ganze ist der Brunnen. Das ist, was Buddha gemacht hat. Das ist Buddhas Analyse. Und das ist wie Psychologie. Ja? Nicht auseinander trennen, das ist Atom, das ist und so weiter, und alles getrennt, und dann getrennt ist wieder zusammengesetzt. Nein, was Buddha gemacht hat, das ist diese Analyse, ist anders. Das Ganze, wenn ich tiefer, tiefer gehe, ohne das kommt nicht die zweite Tiefe. Und ich gehe immer noch weiter. Und da kommen wir da. Und was ist das? Was ist da unten? Das ist die Wurzel, meine Wut, meine Freude, meine Trauer, alles. Die Antwort brauchen wir, die hatte Buddha. Und Buddha hat uns Dharma als Weg in die Tiefe zu gehen uns gezeigt. Aber wenn wir diesen Weg nicht gehen und wenn wir nur Sutra lesen und interpretieren, aber wenn wir diesen Weg nicht machen in mir selbst, wie sollen wir das wirklich erkennen, was da unten ist, was die Wurzel ist? Das ist unsere Praxis. Und wenn wir das machen, unterwegs lernen wir kennen, was ist die Wurzel meiner Wut und was kann ich da machen? Ich kann dir die Antwort nicht geben, weil das ihr selbst erfahren müsst. Deine Brunnen,
meine Brunnen. Wenn wir alle da auf dem Boden sind, wie ist denn das? Dein Boden, mein Boden, dein Boden, sind alle unterschieden? Neulich habe ich gehört, in der Physik, was die Menschen zerspalten kann, das ist das letzte Stadium. Hat man das gesehen? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, habe ich vergessen. Und drei oder vier so kleine Dinge drehen sich. In der Mitte ist leer. Das ist das kleinste Teil des Universums, das die Physiker entdeckt haben. Das ist interessant, nicht? In der Mitte ist leer. Die drei oder fünf Dinge, die drehen sich. Und das in der Mitte ist leer. Die Stille. Quarks. Hier ist der Physiker. Quarks. Ja. Quarks? Quarks. Quarks. Okay. Ist es richtig, was ich gesagt habe? Ja. Aber diese Leerheit, was in der, was wir meinen, in der Mitte leer, ja, drehen sich da. Und im Zusammenhang, die Existenz dieses, diese Leerheit gibt es nicht, wenn diese Dinge sich nicht drehen. Also, ob Jens heißt oder Mechthild oder Simpert, wir sind nur in Zusammenhängen, jemand oder Mann, Frau, Vater, Mutter, Tochter und so weiter. Und da sind wir wieder, was Buddha in seine Brunnen graben entdeckt hat, dass wir uns einander bedingen. Weil wir uns einander bedingen. Deswegen gibt es nicht das isolierte Ich. Das ist so wie eine, wer Jens heißt oder Raimund, so wie eine bestimmte Zusammensetzung, bestimmte unter bestimmten Konditionen, Bedingungen. Aber wenn wir all den Namen, weil es die Bedingungen entfernen würden, was bleibt da? Was bleibt da? Und da ist wie dieses Quarks. Quarks. Deine Substanz, deine Substanz, meine Substanz. Das kann man nicht mehr in Worte sagen, deswegen die Zen-Meister schreien in solchen Momenten. Ha! Unbeschreibbares. Ja? Und genau wie das. Mehr brauchen wir nicht, was das ist. Trotzdem, wir brauchen Worte, weil wir uns kommunizieren wollen. Ich glaube, du hast eine Frage. Wurde eine Frage gestellt und was mir kam war, ja, was das denn jetzt ist. Und da kommen wir wieder an die Grenzen eben halt der Sprache. Und in meiner Wahrnehmung ist es einfach, dieses feinschwingende Dasein oder dieses feinschwingende Ich-Empfinden, also keine Emotion, sondern ein Empfinden. Und dieses Empfinden ist alles und in jedem natürlich da, weil das ist das, was uns als Ganzes in dem Sinne ausmacht. Aber für jeden Einzelnen ist es wichtig, sollte wichtig sein, diese Erfahrung irgendwann machen zu dürfen. Und das ist dann dieses
was ich vorhin auch meinte mit dieser Fülle. Das war eine Verformung. Ich weiß nicht, wie ich das. Das ist immer etwas ganz Zartes, was aber immer da ist und immer schwingt, aber in einer ganz zarten Zartheit. Mhm. Das ist jetzt ein Beitrag, ne? Keine Frage. Ja, ich würde jetzt gerne Fragen öffnen. Ja? Ist es im Zen, ich habe eine Frage. Ja. Ist es im Zen zu viel zu denken, dass Leerheit entweder bedingt oder unbedingt ist? Ist das im Zen-Verständnis eine Frage, die nicht weiterführt? Oder? Ich verstehe deine Frage nicht. Bitte nochmal. Am liebsten möchte ich dich fragen, ist im Zen die Leerheit die Bedingtheit oder die Unbedingtheit? Weil du hast ja gesagt, Emotion ist ein Teil der Bedingtheit, ne? Ja. Aber es ist gleichzeitig Leerheit. Leerheit bedeutet so was wie ohne Anhaftung. Alles ist so da, aber keine Anhaftung, genau wie unser Universum. Wenn die Erde sich festhält an der Sonne, ja, oh, da, ich bin gerade da und da möchte ich halten. Das wäre ja Katastrophe. Die Hälfte der Erde ist dann eingefroren. Oder immer dunkel, ja, dann ist es auch kalt. Aber was alles im Universum, das ist ja auch unsere Natur, Umweltverschmutzung ist für die Erde selbst kein Problem. Weil Erde sich ja keine Gedanken macht. Es wird schon irgendwie in welcher Form auch immer existieren, reagieren. Aber Problem ist wir Menschen. Die Leerheit bedeutet ohne Anhaftung. Wenn wir uns festhalten an unserem Konzept, Erwartung, Vorstellung, dann unsere Empfindung, Wahrnehmung sind nicht leer. Empfinde, wahrnehme, ich will was, ist auch wichtig für unser Leben, aber wenn ich mich daran festhalte, dann ist es nicht mehr leer. Gibt es denn auch eine reine Wahrnehmung? Also ich denke, ich stelle mir immer so vor, dass ich einen Schleier noch habe vor mir, dass ich im Grunde das noch nicht so klar sehe und deshalb sehe ich vielleicht die Farben nicht so strahlend. Ist das damit gemeint, dass ich, wenn ich die Leere erfahren habe, ja, dass ich dann die ganzen Sinne, die ich auch habe, ja, in einer besonderen Klarheit empfinde? Ja. Auch die Trauer, auch in der Trauer. Ja. Und die Freude, auch in dieser Freude. Ja. Und auch die Farben. Ja. In dieser Farbigkeit. Genau. Also diese Präsenz ist es dann. Genau, genau. Wie sie sind. Ohne meine Interpretation. Ja, ja, das verstehe ich. Kann genau. Ich nachvollziehen. Also, das ist gemeint mit Leerheit. Form, Empfindung, Wahrnehmung und so weiter sind nicht verschieden von Leerheit, aber auch umgekehrt. Leerheit ist nicht verschieden von Wahrnehmung, gesagt. Das heißt, wir als lebende Wesen, wir empfinden, wahrnehmen und so weiter, aber wenn wir daran nicht festhalten, dass es gut und falsch, richtig, schön, nicht schön, hässlich und so weiter, wenn wir das nicht trennen, aus meiner Sicht, aus egozentrischen Sicht, ja? Wenn wir uns einen Kreis vorstellen, wenn ich mich in die Mitte setze, so bildlich gerade, ich drehe mich um, ich sehe, ja, vielleicht mal diesen Kreis so weit, Winkel, und dann ich drehe mich weiter, aber dieser Winkel ist mir schon aus meinen Augen. Aber wenn ich mich
in einem Kreis, ein Teil von dem ganzen Kreis bin, da kann ich immer den ganzen Kreis sehen. Und ich bin eins von dem Ganzen. Aber wenn ich in die Mitte setze, dann kann ich nicht den gesamten Kreis erleben. Ich weiß nicht, fällt mir gerade dieses Bild ein. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ein kleiner Gleichnis oder sowas. Auch nicht daran festhalten. Eine Frage zu der Übersetzung, die Sie hier haben. Ja. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Ich habe auch andere Übersetzungen gehört, ja, die heißen, Form wird zur Leerheit und Leerheit wird zur Form. Das ist aber ein Unterschied. Wirkt. Leerheit wird zur Form. Wird. Ja, wird. Nicht ist, da bin ich auf derselben Ebene. Ja. Wenn ich wird zur Form... Oh, das ist eine ganz andere Übersetzung. Dann ist es ja dynamisch. Ja, also etwas ist leer, aber es kann auch zur Form werden. Ich glaube, dieser Übersetzer oder Übersetzerin ist sehr verliebt in diese Wandlungsgeschichte von Yin und Yang. Da kann es sein, ich weiß nicht. Aber diese Art Übersetzung kenne ich gar nicht. Also Nein. Bei Ihnen ist es Leerheit ist Form, ja. Form ist Leerheit. Ja. Auf derselben Ebene, ja. Die beiden. Ja. Ja. Also erst kommt dies und das andere kommt das und da ist es gleichzeitig. Mhm. Ja. Das heißt, das ist eine Definition dann. Ja. Ja, Form ist dann Leerheit, das ist identisch mit Leerheit. Ja, ja. Also ja. In der Mystik spricht man ja auch von Eins-Sein. Ja. Dann ist das ja, ja, so wie die Leerheit. Genau. Nur anders gesprochen. Ja. Ja, Eins-Sein heißt, dass es nicht mehr... Ich und du und sie und er gibt. Also in dieser Leerheit. Genau, ja. Meine aus dieser Leerheit, ja, agieren. Ja. Meine Tochter hat mir letztes Jahr, also November, zu meinem Geburtstag ein Gedicht von Rumi geschenkt. Das ist nur ein Teil. Kennen Sie den, ja, Sufi-Mystiker, Dichter? Mitte 13. Jahrhundert? Persische Dichter. Du und ich, ohne du und ich, wird vereint in Freude. Ja, das du und ich, wir sind schon da, du und als du und ich, aber ohne du und ich, vereint in Freude. Das ist die Leerheit. Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar haben Sie vorhin gesagt, wie man Meister, also Lehrer und Meister wird. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Konzept. Ja. Und das ist dann nicht leer. Jetzt sind Sie, wie sagt man, angehaftet? Jetzt haften Sie an. Jetzt haften Sie an Leerheit. Das ist Anhaftung an Leerheit. Ja, das verstehe ich, aber es ist trotzdem etwas, was mich, soll ich sagen, schon länger beschäftigt. Ja. Ja, das ist der Widerspruch. Ja. Das Loslassen von diesen korsetthaften Strukturen. Ja. Und auf der anderen Seite brauchen, also da wird es trotzdem benutzt. Ja. Kann ich mich klar ausdrücken? Ich glaube schon. Wenn Sie ein Haus bauen, ja, in Deutschland, ja, brauchen Sie nicht nur Dach und nicht nur Säule, sondern Wände brauchen Sie auch. Diese Gerüst brauchen Sie. Okay. Ja? Gut. Aber wenn jemand sagt, das Haus muss nur so und so sein, eine Wand darf nur 3 Meter sein, 2,99 Meter geht nicht, 2,95 Meter geht auch nicht, nur 3 Meter und nur 3 Meter. Dann bezeichnen wir das als ein Zimmer und die Wand muss so und so hoch sein, aus diesem Material sein, egal was komme. Das ist Anhaftung, aber Haus brauchen wir. Genau die Worte auch. Auch Konzept brauchen wir. Aber Problem ist, dass wir uns an Konzept festhalten. Könnte man das auch
Identifikation nennen? Ich-Identifikation? Ja. Weil wir lernen ja auch ein bisschen voneinander. Ja. Und das Herz-Sutra hat ja einen Vorläufer, ja, in Pali tatsächlich, also ja, noch vorher. Ja. Da heißt es ja nicht Rupa Shunyata, also mhm, Formleerheit, sondern mhm, Rupa Anatta, also kein Ich. Mhm. Mhm. Form hat kein Ich, Gefühl ja, hat kein Ich, Emotion genau, hat ja, kein Ich, ja, Auge hat kein Ich. Ja. Ich habe gerade gesagt, wir sind ja, wir lernen ja auch so ein bisschen von den verschiedenen Traditionen, und das Herz-Sutra ist ja in Sanskrit und übrigens später entstanden, ich glaube sogar in China nachweislich, aber das spiegelt... Nein, vor China, wieder. 150. Okay. Da hatten die Chinesen noch nicht Buddhismus gehabt. Auf jeden Fall, es gibt im Pali, im älteren Dialekt zur Zeit des Buddhas, gibt es das Gleiche, aber da heißt es nicht Rupa Shunyata, also Form Leerheit oder Form ist Leerheit, braucht kein Ist, um das gleichzusetzen, sondern Rupa Anatta, das heißt also nicht ich oder nicht selbst. Mhm. Also alles, was im Herz-Sutra steht, kann man, das ist eine Belehrung an der Buddha, ist genau das Gleiche, wortlich, aber immer kein Ich. Ja. Und dann sagt der Buddha dann zum Schluss, und genauso sollst du üben. Das bin ich nicht, das ist nicht mein Ich, das gehört nicht zu mir. Genau. Wollte ich nur so weit wissen. Ja. Dein Verständnis ist, glaube ich, dann genau das Gleiche. Das ist gleich, ohne diese frühbuddhistische Denken, da gibt es auch kein Mahayana-Buddhismus oder Zen. Ich entdecke jetzt nur, dass dein Verständnis von Leerheit eigentlich genau das Gleiche ist. Ja. Da ist kein Ich drin. Das genau. Ich muss mich damit nicht identifizieren. Ja. Weil dieses Ich trennt uns von den anderen. Und dieses Ich macht die Gedanken. Also Gedanken sind eigentlich dieses Ich. Gedanken abschneiden oder Gedanken loslassen, das heißt, in anderen Worten, dieses Ich loslassen. Konzept an Ich. Aber trotzdem brauche ich das Ich in dieser Welt. Ja. Ja. Genau, aber ich muss trotzdem immer wieder dieses Ich reflektieren. Natürlich. So ist es gemeint. Ja, ja. Wenn Wasser ist ja zwei H und ein O, ne? Wasser ist manchmal als Dampf, als Regen, als Meerestropfen oder gefroren, als Eis oder Würfel. Oder Träne. Oder Träne, ja. Aber Wasser ist Wasser. Und Wasser sagt nicht, ich bin Wasser, aber existiert. Aber weil wir uns kommunizieren wollen, ohne Worte können wir uns nicht kommunizieren. Ich kann nicht jemand, der gerade da am Rübenkampf steht, sagen, ich kann mich klar machen, ja, bring bitte eine Flasche Wasser. Bringen bitte eine Flasche Wasser. Das brauchen wir alles. Da muss man sehr aufpassen, weil viele Leute denken, keine Polemik mehr, keine Diskussion mehr, ja, keine Auseinandersetzung mehr, alles ist ja leer und wir sollen uns nicht anhaften, wir sind also Leerheit. Aber das ist Anhaftung an Leerheit. An nichts anhaften. Auch was ich jetzt gerade sage, das ist nur eine aus meiner Erlebnis, aus meinem Verständnis. Ich erzähle euch was, aber nicht da anhaften. So gibt es sehr berühmte Beispiele im Zen-Buddhismus. Der Zen-Meister, da ist der Mond. Was machen die Schüler? Die gucken nur den Finger von dem Meister. Die haften an den Finger. Ja, die haften an den Finger. Und sehr oft, nicht nur Buddhisten, alle Religiösen auch, die haften so sehr an Methode. Ja, ob ich das klopfe oder dies klopfe, das ist alles Werkzeug, alles Methode. Das kann auch anderes sein. Aber wenn wir uns daran haften, dann gibt es kleine und große Kriege. Nur unser Lehrer, unsere Tradition, unsere Schule ist richtig. Ja? Das ist totale Anhaftung.
Und alles andere ist falsch. Ja, alles andere ist falsch. Das ist allein schon, das ist richtig, das ist falsch. Das ist schon nicht mehr Buddhas Lehre. Das ist nicht Dharma. Da möchte ich fragen, ich habe von Buddhas Lehre und von den vielen Möglichkeiten, die es da gibt, oder Formen des Buddhismus, nicht viel Ahnung. Was ich aber meine, bemerkt zu haben, ist, dass im Zen-Buddhismus ist es sehr formell. Es kommt darauf an. So vor, da gibt es so, ich weiß, kommt mir so vor, ja, sehr streng, ja, sehr formell, so habe ich die Vermutung. Ja. Wird dort nicht sehr stark an diesem ritualisierten, ja, weiß ich nicht, fast gottesdienstmäßigen Ritualen, ja, angehaftet? Ja. Wird es nicht, ist das nicht gerade das Gegenteil von loslassen oder locker sein oder nicht anhaften? Ich nehme an, dass es unter den Zen-Buddhisten auch sehr, sehr viele verschiedene Schulen gibt. Und zum Beispiel, wenn du immer Blue Jeans trägst und jemand sagt, ach, du hast ja eine absolute Blue Jean-Anhaftung. Dir gefällt, es ist praktisch und deswegen ziehst du Blue Jeans an. Aber du kannst auch andere Hose anziehen. Aber zu meinem Körper, zu dem Klima, wo ich lebe, das Blue Jeans ist sehr gut, deswegen trage ich sie. Aber das heißt nicht, dass du total Blue Jeans Anhaftung hast. Du bist bereit, wenn du das machen kannst, in andere Situationen auch anders machen kannst, dass du bist frei. Ja? Und Zen-Schule, die formelle Sachen auch. Für jemand ist es die Struktur sehr gut. Außerdem, es gibt wirklich viele verschiedene Zen-Schulen und Chinesisch, Japanisch, Koreanisch sind wiederum anders, darunter sind wiederum anders. Und jemand braucht klare Struktur, auch als Stütze. Jemand mag das nicht, ich möchte viel Lockeres. Jemand braucht, ich brauche visuelle Visualisation für meine Praxis. Oder jemand sagt, nee, ich kann mich nicht hinsetzen, ich bin einfach viel zu unruhig. Ich mache lieber Rezitation als Praxis oder Niederwerfung als Praxis. Jeder Mensch ist anders. Und wenn du einige verschiedene Zen-Schulen in Hamburg kennengelernt hast und wenn du mir dann sagst, da okay, dir passt nicht, aber heißt es nicht, dass es falsch ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Jemand trinkt morgens aufgestanden sofort lauwarmes Wasser. Aber wenn ich das lauwarme Wasser nicht getrunken habe, dann werde ich sofort krank. Ja? Und ich muss das trinken, sonst Katastrophe. Und dann schimpfst du mit deinem Mann, du hast immer mal, ja, lauwarmes Wasser morgens zubereitet und heute machst du nicht, was ist denn los mit dir? Ja, das ist alle Anhaftung. Wenn eine Frau schminkt, ja, mit langen Fingernägel zugeklebt, die ist bestimmt irgendwie komisches Wesen. Ja? Das ist Anhaftung an das Äußere, du kennst diese Person gar nicht, da hast du schon deinen Vorurteil. Ja? Dann, das ist auch Anhaftung. Aber es gibt mir auch Orientierung. Ja, das ist deine Orientierung. Ja. Was du brauchst, musst du selbst finden. Formell oder informell, in unserer Schule gibt es formelle Praxis, formelles Essen mit 4 Schalen oder informelles Essen. Was brauchen wir wo? Da möchte ich gerne 3, die unser Gründungs-Zen-Meister, Zen-Meister Sung San, immer wieder gesagt hat, geben. Korrekte Situation. Wo ich mich befinde, ist es wichtig. Du musst selber gucken, ne? Und dann korrekte Beziehung, korrekte Relation, korrektes Verhältnis. Das bedeutet zum Beispiel in anderen Wort, bin ich jetzt als Vater da, als Ehefrau, als Tochter, als Lehrer oder als Schüler?
das ist mein, was ist mein korrektes Verhältnis? Das ist manchmal sehr durcheinander. Ich bin Mutter, aber ich bin so wie eine Spielfreundin für meine Tochter. Ich trage die Verantwortung nicht als Mutter. Das ist nicht korrekt. Dritte, wenn wir das beides korrekt haben, dann können wir korrekt handeln. So correct situation, correct relationship and correct action. Erstmal die Situation klar erkennen. Dann können wir auch klar handeln. Ich tue dies und das und jenes, aber trotzdem klappt nichts, gibt nur Ärger, nur Konflikt. Da müssen wir gucken, ist die Situation, wo ich mich verfinde, ist richtig? Verhalte ich mich korrekt mit meinen Mitmenschen, die damit zu tun haben? Wenn das nicht geht, dann ist es schwierig. Ja, wenn es keine andere Frage noch gibt. Ich habe noch eine Frage. Dass, ja. Im alten Buddhismus ist dieses sozusagen sich nicht identifizieren, gibt es in zwei Stufen. Ist das im Zen auch so? Einmal gibt es die Stufe, das als Sichtweise zu haben. Mhm. Also das bin ich nicht, das, sich darauf einzustellen, aber das geht eigentlich über den Kopf. Mhm. Aber man geht, oder es wird so gelehrt, dass die Verwirklichung, damit nicht identifiziert zu sein, oder der Leerheit, oder des Nicht-Anhaftens, kann erst durch viel Meditation aus dem Herzen heraus entstehen und ist nicht erklärbar, sozusagen. Ist es im Zen auch so? Ja. Die Verwirklichung, das, was du gerade sagst, ist ein hohes Ziel eigentlich. Ja, ich glaube, nur die Methoden sind anders, aber was Buddha gelehrt hat und wie es interpretiert wurde in verschiedenen Kulturen, in unterschiedliche Sprache. Nur das ist anders. Ja? Zen ist sozusagen, was Buddha aus hinduistischen Traditionen erlebt und erlangt hat, in indischer, ist ja auch indisch, ist auch zwar so groß, in der Kultur, in Pali, gesprochen, geschrieben und dann erst später, 300 Jahre später nach dem Tod von Buddha, wurde in Sanskrit niedergeschrieben, was man immer weiter rezitiert hatte. Und dieser Buddhismus geht weiter nach China, nach Korea, Mongolei, Japan und so weiter. Und was gab es in China? Ungefähr zur Buddhas Zeit gab es in China Daoismus. Und dieser Dao, dieser Wu-Wei oder Mu-Wei, Tun im Nicht-Tun, Nicht-Tun im Tun. Ja? Diese Dao-Gedanke und buddhistische Gedanke treffen sich, Vermählung. Das Kind ist Zen. Und wie Mahayana-Buddhismus in daoistischen Schulen, daoistischen Gedanken, daoistischen Philosophie, Philosophie ist ein sehr westliches, europäisches Wort, ja? Geistige Schulung, das ist Zen. Und Zen ist am letzten Punkt des Mahayana-Buddhismus. Aber ohne ursprüngliche Buddhas Lehre, das gibt es auch gar nicht. Deswegen, ich wundere mich immer, wenn die Leute fragen, so trennend, so und so und so, dann wundere mich, ja, wir haben doch alle Buddha als unseren Lehrer, nur unterschiedliche Methode. Ja, es ist nur Werkzeug. Was du meinst, diese formellen Dinge, Ritualien in Zen-Schulen, was du erlebt hast, das sind nur Methode, Werkzeug, um Achtsamkeit zu üben. Während du Wasser ans Altar bringst, wenn du nicht dabei bist,
dann machst du Fehler. Und das, dass du immer dabei bist, das zu helfen, gibt es zum Beispiel bei uns. Wenn du Wasser ans Altar bringst, deckelst zu, bevor du dann hinstellst, verbeugst du dich einmal, hinstellst, Deckel aufmachen und dann machst du 3 Schritte rückwärts. Und das ist nur, um Achtsamkeit zu üben. Du kannst auch 4 Schritte machen und nur 2 Schritte machen. Darum geht das. Wollen wir eine kleine Pause machen? Gerne. Ja? Ja, ganz kurz, 5 Minuten Pause machen. Und wenn ihr einverstanden seid, würde ich gerne so 5 Minuten in stille Meditation machen. Kommt ihr alle zurück oder muss schon jemand nach Hause? Super. Dann bis gleich. Ja, bis gleich. Ganz herzlichen Dank, Miyuchi. Danke. Ich sage danke, weil ich mache jetzt das Video aus. Ihr könnt gerne klatschen. Danke fürs Zuhören. An viele Konzepte und Ideologien. Ja? Und unter den Buddhisten auch. An Lehrer, an irgendwelche Traditionen. An vielen Dingen, wir haften uns so sehr an. Aber Buddha hat selbst gesagt, kurz bevor er gestorben ist, nur du selbst ist deine Zuflucht. Kein anderer Lehrer, keine andere Ideologie, gar nichts. Nur du selbst ist deine Zuflucht. Und wirklich unabhängig sein, frei sein, heißt, dass ich so machen kann, aber auch so machen kann. Wenn ich nur eins machen kann, das ist Absolutismus, ja? Bin Napoleon. Nein. Wir sollen uns immer mehr freier machen, freier machen. Aber nicht an Freiheit anhaften. Okay.